Eure Schüler können E und I oder O und U nicht voneinander unterscheiden und ihr bräuchtet dazu ein paar Tipps, wie es leichter geht? Dann ist dieses Video genau das Richtige für euch. Arabische Schüler haben oft Probleme mit der Unterscheidung von E und I oder O und U. Spanische oft mit W und B. Viele Nationen können die S-Laute nicht gut unterscheiden. Und es gibt wahrscheinlich noch ganz viele andere Beispiele. Das Problem ist einfach, dass diese oder andere Laute in der Muttersprache nicht existieren und das Gehör einfach nicht daran gewöhnt ist und keinen Unterschied wahrnehmen kann. Also dann kann ich auch einen Schüler 100-mal das gleiche Wort nachsprechen lassen. Er wird auch beim 101. Mal nicht nachsprechen können, weil sein Gehör einfach nicht darauf geschult ist. Und das kann sehr frustrierend sein für beide Seiten. Klar, für den Schüler und aber auch für die Lehrkraft, die ihn natürlich nicht quälen will. Deshalb kann es passieren, dass viele Lehrkräfte gar nicht erst richtig einsteigen mit der Phonetik, besonders auf der Lautebene, weil es einfach manchmal frustrierend sein kann. Aber Phonetik ist natürlich extrem wichtig. Wenn ich nicht verstanden werde, dann kann ich noch so viel Vokabeln lernen und ich werde nie irgendeine ordentliche Konversation führen. Was total hilft, ist die Arbeit mit Minimalpaaren. Und da gibt es ganz, ganz viele schöne Übungen dazu. Was sind überhaupt Minimalpaare? Das sind Wörter, die sich nur durch einen einzigen Laut unterscheiden. Also zum Beispiel mussten und müssten. Viele Schüler werden da schon überhaupt keinen Unterschied hören. Das Problem ist, dass es leider nicht so viele echte Minimalpaare gibt, also so, dass man auch nicht unglaublich unendlich viele Arbeitsblätter entwickeln kann. Aber im Grunde muss man das auch gar nicht. Man kann eigentlich immer das gleiche Arbeitsblatt zu einem Thema nehmen und jedes Mal neu besprechen. Schauen wir uns so ein Arbeitsblatt mal genauer an. Also die Teilnehmer haben dieses Blatt vor sich liegen und ich als Lehrkraft kann nun eines der jeweils beiden Wörter nennen. Und die erste Version ist, dass die Schüler ankreuzen, was sie hören. Das ist wahrscheinlich die einfachste Version. Alternativ könnten sich die Teilnehmer aber auch in einer Reihe aufstellen, am besten sogar einhaken. Aber da muss man natürlich schauen, ob das interkulturell geht. Mit dem Einhaken, das geht auch ohne, ist nicht so dramatisch. Und dann sollen sie entweder einen Schritt nach vorne oder einen Schritt nach hinten machen. Nach vorne heißt, sie hören ein langes E und zurück heißt, sie hören ein kurzes E. Probieren wir es mal gemeinsam. Also was hört ihr, ein langes oder ein kurzes E? Wen? Denn? Bett. Also bei wen müsstet ihr nach vorne gehen und bei denn und Bett hättet ihr zurückgehen müssen. Eine dritte Variante ist, dass man auf zwei Zettel ein langes und ein kurzes E, zum Beispiel in der Unterscheidung durch einen Strich oder Punkt vor sich liegen hat. Also ich zeige das hier mal. Ein langes E und ein kurzes E. Und dann eben hochhalten muss. Also wen. Wenn. Ja, das ist der Vorteil auch dann, dass ich mehr bei mir bleiben muss und gar nicht so sehr höre, was die anderen sagen. Also ich kann mich besser auch auf mich selber konzentrieren. Eine vierte Variante geht so, funktioniert aber nur bei langen und kurzen Vokalen, also nicht bei anderen Minimalpaaren. Man nimmt einen kleinen Gummi, er muss wirklich klein sein und man stülpt ihn sich über den Daumen und Zeigefinger in etwa so. Und dann spricht man die Wörter gemeinsam. Also ist das Wort lang, wie bei Weg, Achtung, ein bisschen höher, wie bei Weg, dann ziehe ich auch den Gummi lang. Und ist der kurz, wie bei Wenn, dann erschlafft der Gummi wieder. Also Weg oder Weg. Dieses direkte Körperfeedback ist bei der Phonetik natürlich absolut wunderbar und geht direkt ins Gehirn. Sicher gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel Schiffe versenken damit spielen oder statt der Koordinaten sind es dann Minimalpaare oder ich spiele Quartett. Also über Spiele geht es auch in dem Video aus bekannten Spielen Lernspiele machen. Könnt ihr euch gerne auch noch anschauen. Und sicher habt ihr auch irgendeine Idee, wie man mit den Minimalpaaren schön üben kann.
Teilt's uns mit in den Kommentaren und dann werden wir alle zu Minimalpaar-Profis. Bis bald! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann klickt gleich hier oder hier oder abonniert gleich unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, was die Didaktik angeht. Und wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, schreibt sie uns in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis bald!